Wir sind jetzt hier auf die Kunst, selbstbestimmt zu leben. Dabei geht es darum, selbstbestimmt zu denken, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und für mich ist 2018 so das Jahr, in dem ich mich all meinen Ängsten stellen will. Ich habe eigentlich gar keine Erwartungen. Ich weiß ja von den Bischofsseminaren, dass das wirklich immer mega krass wird und irgendwie mega emotional. Und ich habe vor kurzem ein bisschen tief gehabt, persönlich emotional aufgrund verschiedener Dinge. Und ich will das einfach hinter mir lassen. Ich bin erstmal gespannt. Ich erwarte von dem Seminar wieder viel Spaß und neue Erkenntnisse. Ich bin immer auf Entdeckungsreise. Ich weiß, dass wir alle so eine Metallstange zerbiegen müssen. Davor habe ich am meisten Angst in diesem Punkt. Ich habe schon geübt, ich habe mir immer hier reingedrückt. Aber ich bin fest entschlossen und ich möchte einfach so meine eigenen Grenzen überwinden. Es geht einfach darum, in jedem Moment über seine eigene Angst hinauszuwachsen, in die Angst zu gehen und sich dadurch weiterzuentwickeln. Und ich bin mega gespannt, was passieren wird. Heranwächst. Ich bin einfach wahnsinnig zuversichtlich. Ich bin so viel gelassen. Ich bin sonst immer so der quirlige Typ. Und jetzt habe ich das Gefühl so, okay, ich habe jetzt eine Metallstange durchbogen. Ich habe mich vor Leuten zum Affen gemacht. Mir geht's super. Was soll jetzt noch kommen? Also es ist wirklich so eine ruhigere innere Stärke, die ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Die ersten beiden Tage waren voller Energie. Heute ist man auf eine ganz neue Bewusstseinsebene gekommen. Wir haben gerade lange meditiert. Ich bin jetzt richtig runtergefahren. Man wird sich erstmal richtig bewusst, welche Gedanken man sich den ganzen Tag über macht. Und stellt sein ganzes Mindset komplett um. Und das ist im Übrigen auch etwas, was ich an diesem Seminar so unfassbar krass finde, ist, weil man liest so viele Bücher, man geht zu Ärzten, man geht zu Therapeuten, man redet mit Freunden über seine Ängste, aber hier stellt man sich den Ängsten, hier geht man durch die Ängste durch und das schafft kein Buch, das schafft kein Therapeut und ich habe schon ein paar Therapeuten gesehen in meinem Leben. Seine eigene Gedankenkraft und Vorstellungskraft schaffen kann, sich in so positive Glückszustände zu katapultieren. Ich bin mir immer mehr bewusst geworden seitdem, wie sehr die Gedanken meine Gefühle auch bestimmen und wie sehr meine Gedanken mein gesamtes Leben kreieren. Weil mein aktuelles Leben, mein aktueller Zustand ist nur ein Produkt meiner bisher gedachten Gedanken. Einer absoluten Entschlossenheit, die ich noch nie in meinem Leben gespürt habe, jetzt in meinen Alltag. Und
es wird ihn definitiv beeinflussen, weil ich jetzt ein ganz klar meine Ziele vor Augen habe, weil ich genau weiß, was sind vielleicht die Glaubenssätze oder Überzeugungen, die bei mir noch so Baustelle sind. Aber ich habe einfach keine Angst mehr. Ich denke, ich werde im Alltag noch öfter meine Ängste wirklich konfrontieren, in die Angst hineingehen, um so zu wachsen und mir noch bewusster machen, wo ich im Leben hin möchte. Und Christian Bischoff hat mir mehrere Tools zur Verfügung gestellt, mit denen ich jeden Tag im Alltag üben kann und mit denen ich jeden Tag wieder praktizieren kann, wo ich im Leben hin möchte.